Ja, hallo Leute, jetzt wird hoffentlich nicht mehr gebohrt und deswegen willkommen zurück zu Layton's Mystery Journey. Mal schauen, was wir jetzt machen. Also wir sollen jetzt rausfinden, was wer das Ende da geklaut hat. Schauen wir uns hier nochmal um. Also ich glaube, wir hatten uns ja hier schon vorhin umgeschaut, also wenn jetzt was Neues da wäre, wäre es komisch. Können aber natürlich nochmal auf das Shift drücken. Das ist dasselbe, was wir vorhin schon hatten. Ich wollte eigentlich nur nochmal hier dampfen. Das ist auch noch nichts. Ja. Auch dasselbe. Also hat sich nichts geändert. Dann reden wir doch mal mit dem Regisseur. Oh, mein Film, mein Magnum Opus. Bitte, Rektor, keine Sorge, ich werde den Täter für den Diebstahl der letzten Szene verantwortlich ist, persönlich aufspüren. Nein, werden Sie nicht, weil ich Ihnen nämlich als Erste aufspüren werde, Catriel. Sehr professionell, die Damen, sehr professionell. Die war perfekt. Ich habe echt jedes Detail vervollkommnet, bevor ich eine Vorführung zugestimmt habe. Und jetzt sowas. Die Negative sind doch sicher noch da. Können Sie nicht eine neue Filmrolle für eine weitere Vorführung herstellen lassen? Aber haben Sie nicht die Reaktion des Publikums gesehen? Die Leute waren frustriert. Ohne diese letzte Szene ist die ganze Geschichte nicht rund. Ich wollte dem Publikum für den perfekten Film geben. Ich habe mein ganzes Leben in dieses Projekt gesteckt. Mein Herz und Seele war ich mit Herz und Seele war ich dabei. Wir verstehen schon, Mr. Rektor. Aber lassen Sie sich davon nicht zu sehr herunterziehen. Ich werde den Täter aufspüren. Keine Sorge. Ich soll versuchen, mich nicht runterziehen zu lassen? Sind Sie verrückt? Das ist ein Desaster. Ein Schlag. Wie dieser, noch vor dem offiziellen Kinostart, kann der Todesstoß für einen Film sein. Und gerade dachte ich noch, das wäre mein großer Durchbruch. Endlich war ich bei den Spitzenstudios. Ach, jetzt werde ich wieder sparen und knausern müssen. Was soll ich denn jetzt den ganzen Leuten aus meiner Crew sagen? Ich dachte doch, die könnten ihnen endlich mal das zahlen, was sie verdienen. Das ist schrecklich. Ach, bitte versuchen Sie, sich zu beschuldigen. Verraten Sie mir doch erstmal, ob Sie irgendeinen Verdacht haben, wer dafür verantwortlich sein könnte. Verantwortlich für diese Schändung meines Werks? Offensichtlich muss das wohl wer sein, der meine Filme nicht mag. Ach, wie soll ich meiner Crew ins Gesicht sehen oder meiner Frau? Die konnte es doch alle kaum erwarten, wie das Publikum reagieren würde. Ach, wenn ich doch der Boden auftun könnte, um mich zu verschlingen. Ich wünschte, ich wäre jetzt auf diesem U-Boot. Ich würde untergehen. Ja, nun. Danke für Ihre Zeit, Mr. Rector. Untergehen, untergehen. Oh je. Das ist wirklich ein schwerer Schlag für ihn, oder? Ja, es ist fast schon wieder komisch. Ich gebe auf. Ich versuche noch einmal mit ihm zu sprechen, sobald er sich beruhigt hat. Man kann es dem Kerl wohl kaum vorwerfen, dass er so verzweifelt ist. Der Film hat ihm wirklich viel bedeutet. Und er ist nicht der Einzige, den die Geschehnisse erschüttert haben. Bin ja selbst ein wenig angefressen. Tja, das kann ich mir denken. Es wird sich ja schließlich auf der Kartenverkäufer auswirken. Mir gefällt die Art, wie sie denken. Aber es geht nicht nur darum, ich bin selbst ein großer Fan von Rectors Werk. Ich hatte mich schon so und sehr darauf gefreut, dass die ganze Welt endlich sehen kann, was für ein großartiger Regisseur er ist. Nach den Geschehnissen hier könnte all dies Talent vergeudet sein, wenn wir nicht vorsichtig sind. Die Damen sollten daher lieber loslegen und herausfinden, was mit der gestohlenen Szene passiert ist. Wenn es hilft, kann ich Ihnen Zugang zu allen Teilen des Kinos gewähren. Ach, ich werde der Sicherheit einfach sagen, dass sie freie Hand haben. Hinten gibt es den Vorführraum. Normalerweise ist dort der Zutritt verboten, aber nötigenfalls können sie auch dort gerne ermitteln. Der Vorführraum? Ah, vielen Dank, Mr. Heller.
Worauf warten wir noch? Dann marschieren wir lieber mal schnell zum Vorführraum. Ja, da hast du recht. Wir sollten unsere Ermittlungen mit einer Untersuchung der Filmrolle beginnen. Stimmt etwas nicht, Emiliana? Ich bin von Ihnen ja irrationales Verhalten gewohnt, Katriel. Aber sprechen Sie jetzt wirklich mit Ihrem Hund? Ach ja, das ist echt Balsam für die Seele. Sie sollten es selbst mal ausprobieren. Aber egal. Wollen Sie mit uns in den Vorführraum kommen? Nein. Ich werde meine Ermittlungen zunächst woanders fortsetzen. Amateure haben die Tendenz, mich abzulenken. Und dann könnte mir etwas Entscheidendes entgehen. So wie das letzte Mal. Wissen Sie, Katriel, jeder Verbrecher mag er noch so vorsichtig sein, hinterlässt seine Spur verräterischer Hinweise, wenn er sein Verbrechen begeht. Natürlich kann nur eine erfahrene Profilerin wie ich diese Spuren lesen. Deshalb werde ich diesen Fall weit vor ihnen lösen und beweisen, dass meine Vorgehensweise der ihrer überlegen ist. Ich freue mich schon darauf. Verhöhnen Sie mich nicht, Vabene. Sie werden es ja bald sehen. Ich wollte Sie gar nicht verhöhnen. Ich freue mich wirklich darauf. Allora? Bis später, Katriel. Aber versuchen Sie bitte, den Tatort nicht zu sehr durcheinander zu bringen, ja? Oh, da scheint jetzt alles zu sein. Okay, die steht hier jetzt weiter rum. Mal schauen, ob sie noch was sagt. Also dann, was wir bisher über den Täter wissen, verrät uns. Vor allem, dass wir auf Möchtegern-Detektive verzichten können, Katriel. Hören Sie auf, mich zu stören. Ich konzentriere mich hier. Echt super nett immer. Ich dachte schon, die wird jetzt unsere Freundin, weil die vorhin ja so mit dabei war. Na? Ah, die Bürgermeisterin. Popcorn. Immer noch dieselben Sachen. Ah, der Hund sagt aber nichts dazu. Das ist witzig. Da haben sie nicht noch was dazu geschrieben, was der Hund sagen könnte. Ja, reden wir mal mit den beiden hier. Oh, hallo, Katriel. Was für ein schrecklicher Vorfall. Ich fasse es nicht, dass jemand das Ende des Films stehlen würde. Traue mich gar nicht zu fragen, Pip. Ist das noch einer von Ihren Tricks? Nein. Aber warum sind Sie denn noch hier im Kino? Der Täter kehrt oft an den Tatort zurück, wissen Sie? Nein, nein. Ich war nur der Meinung, es wäre meine Pflicht als Bürgermeisterin, die Wogen zu glätten, nachdem es hier diesen Tumult gab. Ah, aber wir wissen doch schon, dass Sie einen ordentlichen Tumult durchaus zu schätzen wissen, oder? Wie zum Beispiel den Tumult beim Fest? Nein, nein, nein. Ja, war jetzt nicht so aufschlussreich. Oh, Sie sind immer noch hier. Darf ich fragen, was Sie hier tun, Frau von Doppelpfund? Sind Sie nicht auf dem Weg nach Hause, weil die Vorführung abgesagt wurde? Hahaha, große Güte, nein. Noch nicht, bevor ich zumindest mein Popcorn gegessen habe. Dieses reichhaltige, butterige Aroma und dieser intensive, eindringliche Geruch von Durian, der aus den Tiefen des Eimers heraufwallt. Ich habe schon Gerichte aus aller Welt gekostet, doch selbst mir verschlägt es die Sprache, ob dieses kulinarischen Geniestreichs. Ein intensiver, eindringlicher Geruch? Echt? Oh, ich wusste, dass es atemberaubend sein würde. Ich muss es probieren. Okay, das war auch nichts Neues. Ich muss nur, dass die auch sehr auf die Popcorn steht. So sieht also ein Vorführraum von innen aus. Das sind aber viele Geräte. Mr. Rollins, weil er die Rollen handelt. Entschuldigen Sie, aber der Zutritt hier ist nur für Personal. Ich muss Sie daher bitten, wieder zu gehen. Ich frage mich, was dieses Gerät wohl macht. Halt! Fassen Sie an, nicht die Albertina an! Albertina? Ja, Albertina. Sie ist noch brandneu. Wenn Sie sie anfassen, könnte das ihre Ausrichtung verändern. Sie ist sehr launisch. Nicht wie die alte Rosalinda hier neben mir. Sie hat ein wesentlich besseres Benehmen.
richtig kugelsicher. Albertina hingegen ist empfindlich. Oho, ein richtiger Spinner. Bei diesem Kerl sind ja mehrere Schrauben locker als an seinen Apparaten. Albertina und Rosalinda? Die haben sich ja wunderbare Namen für ihre Maschinen hier überlegt. Nicht anfassen, bitte. Sonst muss ich darauf bestehen, dass sie auf der Stelle gehen. Davor wollte er eh, dass sie gehen. Der Typ schaut echt komisch aus. Es ist schon in Ordnung. Mr. Heller hat uns erlaubt, hier zu ermitteln. Ermitteln? Entschuldigen Sie, ich hätte mich vorstellen sollen. Mein Name ist Katriel Layton und ich komme von der Detektei Layton. Das sind meine Assistenten Ernest und Shirl. Wir untersuchen das Verschwinden der letzten Szene vom Torpedo der Liebe. Können Sie uns verraten, wer Sie sind? Ich vermute ein technischer Mitarbeiter hier aus dem Kino, oder? Oh ja, ich bin Seymour Rowlands. Bin der Filmvorführer des Safe Loy. Ich verstehe. Und was genau machen Sie hier? Miss, als Filmvorführer. Ja. Bin ich dafür zuständig, die Filme vorzubereiten und die Ausrüstung während der Vorführung zu überwachen? Ich muss schon sagen, das klingt nach einem fabelhaften Beruf. Allein schon wegen der ganzen Filme, die man sehen kann. Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Als Filmvorführer hat man eine große Verantwortung und muss jedes Detail im Blick haben. Muss ständig den laufenden Film im Auge behalten, die Geräte nachjustieren und sicherstellen, dass der Projektor immer genau die richtige Position hat. In meinem Beruf hat man wirklich keine Pausen. Man muss nicht nur genau auf die Zeichen für die Überblendungen achten, sondern auch bereit für den Rollenwechsel sein. Ja, holla, das klingt aber schrecklich kompliziert. Ist es auch. Aber trotzdem will ich keinen anderen Beruf auf der Welt. Bin hier glücklich, umgeben von meinen Apparaten. Aber die Leute halten es für Kinderkram. Das ist es nicht. Es klingt eher so, als ob er mehr an seinen Geräten als an den gezeigten Filmen interessiert wäre. Ja, ich glaube, wir müssen diesen Herrn Rowlands noch ein paar Fragen stellen. Also nochmal anklicken einfach. Oh, schau mal, Miss Layton. Da ist ein Vogel im Käfig. Ich glaube, es ist ein Beo. Wollen wir mal hoffen, dass er nicht so vogelwild ist wie gewisse andere Leute in diesem Raum. Beos können doch auch sprechen, oder nicht? Ja, das stimmt. Ich könnte wetten, dass er alles Mögliche sagen kann, nicht wahr, Mr. Rowlands? Ja, ich habe den Schnabeltier ein paar Worte beigebracht. Warum stellst du dich nicht vor, Schnabeltier? Mach schon, sag Hallo. Hallo, bin ein Schnabeltier, habe Schnabel, bin ein Tier. Ja, er kann ja wirklich sprechen. Na und? Beos können nun mal sprechen. Aber sprechende Hunde, das ist mal was Ausgefallenes. Hätten Sie was dagegen, wenn wir auch mal versuchen, ihn dazu zu bringen, etwas zu sagen? Nein, machen Sie nur. Er ist ziemlich schlau. Wahrscheinlich springt er auch mit Ihnen. Oh, wunderbar. Na komm, jetzt versuchen wir es. Das wird ein Brüller. Hallo, wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Er ist sehr höflich, nicht wahr? Schön. Warum versuchst du nicht mal mit ihm zu sprechen? Vielleicht versteht ihr einander ja. Sprichst du etwas Swahili, nur weil du auch ein Mensch bist? Ich spreche nun Hund, nicht Vogel. Ist das so? Das hast du mir bisher aber verschwiegen. Du hast mir auch nie gesagt, ob du Swahili sprichst. Der Punkt ist einfach, dass ich bisher nur sehr wenige Menschen getroffen habe, die verstehen, was ich sage. Vielleicht gibt es aber da draußen ein paar Vögel oder Katzen, die mich auch verstehen können. Aber falls es sie gibt, sind sie mir bisher noch nicht begegnet. Naja, was ist denn los heute? So müde. Mir war gar nicht bewusst, dass es alle möglichen Einschränkungen für das gibt, was du kannst oder nicht kannst. Was für eine Enttäuschung. Ja, ist immer nur eine Enttäuschung, der Shirl ist immer nur schlecht drauf, sagt irgendwelche bösen Sachen, kann nicht riechen. Aber sicher, ich bin ja so eine Enttäuschung, weil sprechende Hunde sowas Gewöhnliches sind. Naja, ich schätze, dann werde ich selbst mit dem Vogel sprechen müssen. Also, Schnabeltier, hast du
Hast du den Film Dieb gesehen? Dieb gesehen? Dieb gesehen? Potzblitz, wirklich? Wer war es? Wer war es? Wer war es? Ja, wer war es? Er war es! Er war es! Ernest war das natürlich nicht. Natürlich nicht, natürlich nicht. Aha, wer ist jetzt ein Schlaumeier? Wer ist jetzt ein Schlaumeier? Meine Güte, es ist auch nur witzig. Erstaunlich. Ja, zum Todlachen. Ich hatte es Ihnen ja gesagt. Das Schnabeltier ist ziemlich schlau. Ein echtes Genie. Na gut, Schnabeltier. Wenn du so schlau bist, verstehst du bestimmt auch, wenn ich dir erklärte, was ich mit dir anstelle, dass du dich nochmal über mich lustig machst. Ah! Ruf den Tierschutz! Ruf den Tierschutz! Miss Layton, denk daran. Er ist nur ein Vogel. Er mag wie ein sprechen, aber wir können ihn nicht wie einen behandeln. Schnabeltier hat Hunger. Schnabeltier hat Hunger. Popcorn. Popcorn. Tut mir leid, Schnabeltier, aber uns ist das Popcorn ausgegangen. Oh ja, aber sicher. Was ist denn, Miss? Hast du die Nuss geknackt? Bist du schon zum Kern des Falls vorgedrungen? Nein, nein. Zu etwas sehr viel Wichtigerem. Ach, im Ernst? Ich hatte glatt vergessen, dass ich ja die ganze Zeit schon Durian Popcorn probieren wollte. Ich wusste es. Ah, wir haben das erste Teil gefunden, und zwar Durian Popcorn. Der Hinweis. Katriel will Durian Popcorn probieren. Wir müssen ihn vielleicht bestechen mit Popcorn. Vielleicht sagt das uns da. Rollins ist ganz vernarrt in seinen Namens das Schnabeltier. Und er nimmt ihn in einem Käfig mit zur Arbeit. Der Vogel kann sprechen, aber es ist nicht ganz klar, ob er auch versteht, was Menschen sagen. Vielleicht hat der Vogel das geklaut. Das abgeschnitten. Wir schauen uns hier weiter. Sie kümmern sich wirklich aufopferungsvoll um ihre Geräte, oder Mr. Rollins? Die glänzen ja richtig. Natürlich tue ich das. Es ist entscheidend, dass die Ausrüstung hier rund um die Uhr perfekt funktioniert. Das umfasst natürlich auch die Charlotte-Schwestern. Die Charlotte-Schwestern? Sind das ihre Assistentinnen? Charlotte. Ich glaube, Miss, das sind die Namen der Filmrollen. Oh, haha, ja, jetzt verstehe ich es. Charlotte ist aber eigentlich ein guter Name für eine Filmrolle. Findest du? Also mir erschließt sich das überhaupt nicht. Okay, mal schauen. Wieder Lichter, da gibt es doch sicher Hinweise. Oh. Hier ist noch eine Tür. Hinter dieser kleinen Tür scheint es eine Art Lagerraum zu geben. Alte Filmrollen, Vorführausrüstungen, lauter Sachen, von denen ich gar keine Ahnung habe. Oh nein, ich kriege diesen ganzen Staub in die... Schnauze. Oh, Modemünzen. Da haben wir auch noch gar nicht geschaut, was man da machen kann. Hier sind aber ziemlich viele Filmrollen. Sieht ganz so aus, als hätte man sie weggeschmissen. Das könnten ja berühmte Filme der Vergangenheit sein. Was für ein Schatz. Das sieht schon mehr wie dein Schreibtisch aus, Kate. Ein Schubs und der ganze Turm stürzt ein. Ah, hier ist was? Aber kein Rätsel. Verschließene Filmklappe. Filmklappe gefunden. Das Teil können wir noch anschauen. Sind es mehrere? Ne, ist nur eins, oder?
Ihm könnten wir nochmal reden. Ich vermute, das ist ein Schnitttisch, damit der Film prüfen kann, bevor er in den Projektor kommt. Mit den Handschuhen vermeidet man vermutlich Fingerabdrücke auf dem Film. Das runde Ding dreht sich, wenn man es berührt. Schaut mal, haha, was für ein Spaß. Ein Eimer Maschinenpolitur? Das sieht ja aus wie eine Einkaufsliste. Abgesehen von einer dünnen Staubschicht wirkt alles sehr ordentlich. Dieser Tisch ist 100-mal ordentlicher als deiner, Cat. Ich muss den Namen mir echt mal merken. Cat, nimm dir das mal als Vorbild. Sie ist nämlich Catwoman. Cat Layton. Sogar eine Schublade öffnen, das ist ja krass. Jetzt haben wir, glaube ich, dann alles. Ganz schnell rum. Da ist noch was. Ein Rätsel, yay! Gott sei Dank noch gefunden. Ah, eine Dachluke. Das sollte man sich genauer ansehen. Hast du was gefunden, Ernest? Ich wusste es doch. Da drin ist ein Rätsel versteckt, Miss. Schau! 35. Der Haifisch, der hat Zähne 2. Haie sind auf der Jagd an einem beliebten Platz für Angler. Und sie sind sehr hungrig. Du hast 3 unterschiedliche Köder, um in dem Gebiet alle Fische zu fangen. Aber du kannst dir nicht leisten, Köder zu nah an einen Hai zu werfen, weil dieser den Köder sonst bemerkt und versucht zuzubeißen. Wo sollst du deine kostbaren Köder auswerfen? Der Köder zieht je nach Art innerhalb eines bestimmten Gebiets über eine gewisse Distanz alle Fische, einschließlich der Haie, an. Natürlich kannst du den Köder nicht direkt auf einen Fisch werfen, das könnte ihm wehtun. Okay, wir haben 3 verschiedene Köder. Mal schauen, also der ist groß. Der ist wahrscheinlich kleiner, würde ich sagen. Ach, der ist auch rechteckig. Und der hier, ist noch kleiner. Okay, also wir müssen jetzt alle rauskriegen. So, eigentlich müssten wir mit dem größten anfangen und schauen, wo wir am meisten decken können. Also wo wir am meisten Fische kriegen. Hier hätten wir ja 4. 4. Da wäre der Hai mit dabei. Also das könnten wir machen. Das wären schon echt viele Fische. Problem ist da dann nur oft hier oben. Schon schwieriger als das letzte Mal. Also ihr seid doofer. Wenn ich jetzt den hier nehme, dann kann ich den gar nicht kriegen, außer irgendwie so voll in der Ecke. Kacke. Weiß nicht, ob ich es einfach mal probieren soll. Und dann sozusagen danach schauen. Also so wäre das schon mal, glaube ich, ganz gut, weil ich da die in der Ecke wegkriege. Aber der hier ist auch ziemlich doof. Weil wie kriege ich den da weg? Also der ist echt schwierig zu kriegen, weil den kriege ich ja so nicht, den kriege ich so nicht. Also den kriege ich mit dem gar nicht. Den könnte ich mit dem hier holen, wenn ich mich hier hinsetze. Aber das ist ja auch voll nicht praktisch. Und sonst kriege ich den nämlich auch nicht. Also auch wenn ich hier irgendwie hingehe, kriege ich so oder so irgendwie nicht gut. Voll doof. Also das macht echt keinen Spaß hier. Ich zoome jetzt einfach da, wo ich am meisten finde erstmal. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt richtig. Hier habe ich nur 3. Da geht's nicht. Hier habe ich 4, 5. Hier habe ich ziemlich viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier habe ich... Geht nicht. Hier hätte ich 4. Hier hätte ich 5. Also hier, oder?
Ja, auch noch gut. Machen wir mal hier. Ja, das hier unten ist echt kacke. Ah, das macht mich fertig. Irgendwie alles doof. Egal, wo ich hingehe. Das wird so auf jeden Fall nichts. Come on. Okay. Wie können wir das machen, Leute? Normalerweise gibt es oft halt irgendwie eine Stelle, wo du anfangen kannst und dann ist das einfach. Aber jetzt sozusagen gar keinen Anhaltspunkt. Ich frage mich halt, ob es am besten ist, den Großen als erstes irgendwie die verschiedenen Sachen zu testen, wo man den hintun kann. Der ist halt echt kacke, dieser eine Fisch. Muss ich vielleicht nochmal genauer schauen, wie man den kriegen kann. Ich glaube, ich hab's, Leute. Die Random-Methode hat funktioniert. We did it. Das ist ein besonders interessantes. Und so macht man das. Yay. Petri Heil, du hast einen Haufen Fische gefangen. Damit sollte das Abendessen gerettet sein. Obwohl, eigentlich wäre Haifischsuppe auch nicht übel. Den können wir jetzt mit den Fischen angeln. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.